In letzter Zeit erreichen mich immer häufiger Fragen zu den Grundlagen von Fusion 360. Und genau aus dem Grund habe ich mir gesagt, okay, werde ich einfach mal das ein oder andere Video aufnehmen, einfach um euch zu zeigen, wie ich mit Fusion 360 arbeite und wo ihr was findet. Und genau darum geht es in diesem Video. Wir schauen uns erstmal die Grundlagen an, also die Oberfläche von Fusion 360, damit ihr wisst, wo ihr was findet. Und damit herzlich willkommen. Ich bin die Maggie von Makorama.de. Grundsätzlich ist Fusion 360 eigentlich recht einfach aufgebaut, muss man ganz einfach sagen. Ich starte mal hier gerade das Programm und wenn ihr noch keinen Account von Autodesk habt oder was ähnliches, dann solltet ihr euch einen Account bei Autodesk anlegen, denn ihr braucht das zwingend, um mit Fusion 360 zu arbeiten und dann müsst ihr euch natürlich auch in Fusion 360 damit einloggen. Und dann werdet ihr erstmal mit einer wunderschönen weißen Oberfläche begrüßt, wo ihr erstmal gar nicht wirklich viel seht. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt erstmal ein neues Projekt anlegen oder ähnliches, dann braucht ihr eigentlich erstmal gar nichts großartig zu tun, außer wirklich direkt loszulegen. Wenn ihr aber schon Projekte online habt, dann findet ihr die unter diesem kleinen Icon hier mit diesem Raster von 3x3 Vierecken. Dort könnt ihr dann natürlich die Seite öffnen und seht hier, gibt es alle Projekte, die ihr bereits besitzt. Meine Projekte zum Beispiel befinden sich unter Admin Project, das heißt also hier sind alles Objekte, die ich bisher designt habe, unter verschiedenen Ordnern gegliedert, also hier ist 3D-Drucker, Automotive, Badezimmer, Kitchen Stuff, Lightsabers und. Das kann man sich natürlich eingliedern, wenn man möchte, wie man möchte. Möchte man jetzt ein Objekt verschieben, wie jetzt zum Beispiel hier das V1 zum Beispiel, was eigentlich gar nicht dahin gehört, sondern vielleicht unter den Ordner Makorama gehört, dann kann man sagen, okay, ich möchte das Ganze mit einem Rechtsklick und dann auf Move oder Bewegen entsprechend in einen Ordner, zum Beispiel hier jetzt Makorama verschieben und sagen Move oder Bewegen. Und dann findet man das Objekt auch wie hier jetzt entsprechend in dem entsprechenden Ordner, dem man das Ganze zugewiesen hat. Das ist soweit schon mal sehr übersichtlich und wird auch, finde ich, leider Gottes mit der Cloud synchronisiert. Das heißt also, wenn man das lokal speichern möchte, geht es zwar auch, aber es ist umständlich, diese Dateien dann entsprechend auszuwählen und nochmal entsprechend neu reinzuladen. Ich würde mir da wünschen, dass man irgendwie lokal eine Ordnerstruktur hat und diese dann bei Bedarf entsprechend mit der Cloud synchronisiert. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Das habe ich schon mal in anderen Videos kritisiert. Von daher interessiert uns das nicht. Wir wollen jetzt aber ein komplett frisches Projekt starten. Deswegen machen wir hier erstmal die Seitenleiste zu. Hier oben gibt es nochmal entsprechend ein Dateimenü, wo man neues Design, neues elektronisches Design und etc. entsprechend anlegen kann. Man kann, wie man hier sieht, auch sogar Fusion 360 mit einem 3D-Drucker verbinden, was ich ziemlich cool finde, weil man dann direkt aus Fusion 360 quasi einen Druckauftrag starten kann, wenn man das möchte. Dann gibt es natürlich noch den Speichern-Button, alternativ dazu, wie man hier jetzt schon in dem Tooltip sieht, Ctrl-S oder Command-S, entsprechend unter Windows oder Mac. Das funktioniert auch ganz gut. Undo und Redo, also zurück und vorwärts entsprechend in der Bearbeitungshistorie und hier nochmal der Home-Button, der euch dann in eine, naja, individuelle Übersichtsseite führt. Für uns interessant ist aber in erster Linie einmal dieser Bereich hier oben mit den ganzen Icons und mit den Schriftzügen hier oben drüber. Wir haben hier ein dreistufiges Menü sozusagen. Wir haben erstmal hier oben die ganzen Reiter, also jetzt hier Solid, Surface, Mesh, Sheet Metal, Plastic, Utilities und Manage. Und darunter erstmal so eine, naja, Art Shortcut-Leiste, in der man bestimmte Icons, die man, oder bestimmte Funktionen, die man öfter benutzt, natürlich reinlegen kann. Und darunter nochmal ein Dropdown-Menü, wo man dann noch weitere Funktionen in dem entsprechenden Bereich findet. Das gleiche gilt natürlich auch für andere Reiter, wie zum Beispiel mal den Mesh-Bereich. Und das sind so eigentlich auch die zwei Bereiche, die für uns hauptsächlich erstmal interessant sind. Der Solid-Bereich, um Objekte komplett vom Beginn an neu zu gestalten. Und auf der anderen Seite der Mesh-Bereich, um Objekte, die wir bereits als STL haben, also wenn wir jetzt irgendwas auf Printables oder Cults3D oder Thingiverse finden, dass wir dort entsprechend die Objekte quasi als Mesh reinladen und diese dann dort erstmal vorläufig bearbeiten und damit dann später im Solid-Bereich dann quasi weiterzuarbeiten. Wie das Ganze mit dem Import bearbeiten von Meshes funktioniert, werden wir später nochmal in einem separaten Video uns anschauen, aber in diesem Video geht es erstmal darum, wo findet ihr was und wie funktioniert das Ganze. Dann haben wir hier nochmal einen Menüpunkt, wo man entsprechend zwischen den einzelnen Ansichten entsprechend hin und her springen kann. Hier kann man zum Beispiel mal was rendern, man kann Animationen ausführen, man kann Simulationen durchführen. Das ist erstmal ganz nett und das brauchen auch viele Leute im industriellen Bereich, die dann schauen wollen, sind dann jetzt zum Beispiel wie jetzt hier entsprechend irgendwelche
naja, thermischen Einwirkungen oder Auswirkungen auf ein Objekt, was man irgendwo einbaut, oder Animationen, dass man auch sieht, ob das Zahnrad und das ganze Getriebe vielleicht funktioniert, oder man möchte vielleicht gerne irgendwas rausrendern, dass man es für einen Katalog oder sowas braucht. Das funktioniert natürlich alles über diese einzelnen Bereiche. Für uns ist aber erst einmal, wenn wir 3D-Objekte erstellen wollen, um diese später zu drucken, der Solid-Bereich erstmal interessant. Weil wir wollen ja eigentlich was komplett from scratch erstellen. Und da gibt es auch verschiedene Bereiche, wie man arbeiten kann. Zum einen natürlich erstmal hier oben die Menüleiste, die wir uns eben angeschaut haben. Zum anderen gibt es hier nochmal so eine Art Browser. Das bedeutet, hier haben wir sozusagen die ganzen Objekte und die ganzen Sketches, die wir anlegen, also die ganzen Zeichnungen, die wir anlegen in Fusion 360. Dann haben wir hier unten nochmal die Historie. Das heißt also, hier unten werden die ganzen Aktionen, die wir ausführen, zum Beispiel das Anlegen eines neuen Sketches oder einer neuen Zeichnung, das Erstellen eines Würfels aus einer Zeichnung oder eines Objektes aus einer Zeichnung, das werden wir auch nachher nochmal in einem nächsten Video entsprechend sehen. Und natürlich dann hier nochmal so eine kleine Shortcut-Leiste, wo man sagen kann, okay, ich möchte jetzt hier gerne, was weiß ich, das Ganze hin und her bewegen. Da werden wir auch gleich nochmal die Shortcuts uns anschauen. Das ist auch nicht wild. Kann ich jedem nur empfehlen, dass er sich die Shortcuts einprägt, weil das bringt natürlich deutlich mehr. Und dann haben wir hier oben nochmal den Würfel. Und mit dem Würfel können wir, das sieht man jetzt zwar in der Mitte nicht, außer mit diesem kleinen Kreis, der diese Ringe darum, drumherum hat, können wir aber entsprechend, wenn wir mit der Maus draufklicken und diese Maustaste gedrückt halten und dann die Maus bewegen, können wir sehen, dass sich hier dieser Würfel entsprechend bewegt. Das ist soweit schon mal ganz schick. Das heißt also, wir können in dem Sinne das Objekt, was wir gerade gestaltet haben, quasi drehen. Es geht aber auch einfacher, indem wir uns ein paar Tastenkombinationen merken. Zum Beispiel zum Erstellen eines neuen Sketches, beziehungsweise zum Zeichnen von Linien, Kreisen oder Rechtecken. Oder aber auch, wie jetzt gerade eben, zum Bewegen von diesem Würfel dort oben. Diesen Würfel hier oben können wir zum Beispiel mal mit gedrückter Umschalttaste und der mittleren Maustaste bedienen. Wenn man jetzt auf einem Laptop unterwegs ist und keine externe Maus dran hat, mit einem Mausrad oder mit einer dritten Maustaste, ist das natürlich ein bisschen hinderlich. Aber da gibt es auch Tastenkombinationen, die packe ich euch dann unten in die Videobeschreibung, so eine Art Cheat Sheet, wo ihr das Ganze nochmal nachlesen könnt. Und dann könnt ihr natürlich damit auch arbeiten. Das geht auch wunderbar, habe ich auch unterwegs schon das ein oder andere Mal gemacht. Und wenn es mir zu kompliziert war, habe ich halt, wie gesagt, hier oben diesen Würfel entsprechend genutzt und den einfach mit Klick und Drag entsprechend benutzt. Wenn ihr jetzt die Umschalttaste und die mittlere Maustaste gedrückt haltet und mit der Maus dann irgendwo hinklickt und das Ganze dreht, seht ihr schon oben in der Ecke, dann bewegt sich natürlich auch der Würfel mit. Und das ist genau das, was wir wollen. Das heißt also, wir brauchen nicht unbedingt mit der Maus da hochzugehen, sondern wir können genau an dem Punkt, wo wir gerade mit der Maus sind, mit der mittleren Maustaste klicken, Umschalttaste gedrückt halten und dann die Maus einfach bewegen und schon passiert das wunderbar. Damit wir jetzt bei den nächsten Tastenkombinationen, die ich jetzt verwenden möchte, auch wirklich was sieht, dass sich was verändert, gehe ich jetzt erst einmal hin und lege erstmal eine Zeichnung an. Und ich kann das Ganze natürlich machen, indem ich hier oben sage Create Sketch, also Zeichnung erstellen. Oder ich kann einfach sagen, okay, ich möchte jetzt ein Rechteck zeichnen und verwende die Tastenkombination R. Also einfach die Taste R drücken und dann sieht man schon hier, da werden einem verschiedene Zeichenebenen angezeigt und auf diesen Zeichenebenen möchte ich natürlich dann arbeiten. Und ich entscheide mich jetzt hier einfach, ich halte die Umschalttaste und die mittlere Maustaste gedrückt und ich entscheide mich jetzt hier für die Top-Down-Ansicht, also von oben nach unten, und klicke einfach mit dem Mauszeiger auf diese kleine Fläche hier und damit wird automatisch alles ausgerichtet und schon kann ich anfangen zu zeichnen. Ihr seht, hier oben ist schon entsprechend das Two-Point-Rectangular, also das Zwei-Punkt-Rechteck ausgewählt. Das bedeutet, ich kann jetzt schlichtweg hingehen und kann sagen, ich zeichne jetzt einfach mal mit einem Klick hier unten in die Ecke und dann hier oben nochmal einen Klick hin, dann habe ich mir ein Rechteck gezeichnet. Das ist wunderbar, das funktioniert soweit ganz gut. Und jetzt sage ich hier einfach erstmal Sketch beenden. Das muss man immer tun, weil man ist entweder in der Zeichenansicht oder man ist in der Objektansicht sozusagen. Und man springt dann quasi über das Sketch beenden hin und her. Alternativ dazu könnt ihr auch hier oben draufklicken. Und dann seid ihr erstmal aus dieser Zeichenebene quasi raus, aus dieser Zeichenansicht raus. Und dann können wir auch mit der Umschalttaste und der mittleren Maustaste, wenn wir die gedrückt halten, dieses Rechteck erstmal so ein bisschen um die eigene Achse drehen lassen.
Das ist schon ziemlich cool, das ist schon ziemlich komfortabel, muss ich sagen. Und da brauche ich an der Stelle schon mal keine 3D-Maus mehr. Ja, das habe ich früher relativ oft mit der 3D-Maus gemacht und mittlerweile, da ich weiß, wie die Tastenkombinationen sind, brauche ich die eigentlich nicht mehr. Sondern ich kann mit dem arbeiten, was ich hier bereits auf dem Schreibtisch habe. Und so arbeite ich eigentlich zu 99% meiner Zeit. Wenn ich jetzt sagen möchte, ich möchte gerne aus diesem Rechteck nochmal ein Objekt erstellen, dann wähle ich jetzt hier mit einem Mausklick erst einmal diese Fläche aus und drücke die Taste E für Extrude, also für Extrudieren, dass ich da im Prinzip was aus dieser Zeichenfläche herausheben kann. Und ihr seht jetzt schon, hier gibt es einen Pfeil und man hat hier so eine Angabe in Millimetern, das ist sehr komfortabel an sich und da kann ich jetzt sagen, okay, ich möchte jetzt hier gerne 10 mm eine Anhebung haben. Und dann habe ich hier ein Objekt mit einer Kantenlänge oder mit einer Höhe von 10 mm. Natürlich wissen wir jetzt nicht genau, wie breit und wie hoch dann entsprechend das Objekt ist, sondern wir haben hier nur diese Tiefe, diese Objekttiefe von 10 mm gerade definiert. Das andere war eher freie Schnauze gerade eben, aber spielt soweit keine Rolle. Das nächste, was ich euch zeigen möchte, ist, wie ihr dann Objekte quasi links, rechts, hoch, runterschieben könnt. Also falls ihr sagt, ich möchte mal gerne hier ein bisschen weiter links irgendwas arbeiten, dann haltet ihr einfach die mittlere Maustaste gedrückt und könnt das Ganze nach rechts oder nach links, nach oben, unten, diagonal, wie ihr gerade lustig seid, schieben. Das ist schon mal ziemlich komfortabel, weil ihr dann nicht irgendwie jedes Mal rauszoomen und an der Stelle reinzoomen müsst. Das geht natürlich auch wunderbar. Rein- und rauszoomen könnt ihr natürlich über das Mausrad. Das ist natürlich auch sehr komfortabel, dass man dort sehr intuitiv die Objekte raus- und reinzoomen kann. Wenn ich jetzt sage, okay, das da ist mir nicht zu groß von der Ansicht, scroll ich einfach weg. Und dann kann ich sagen, okay, ich halte das mittlere Mausrad gedrückt, die Taste, und kann das Ganze dann hin und her schieben. Das ist schon ziemlich komfortabel. Und damit haben wir schon mal so ein paar Grundlagen von Fusion 360 schon mal kennengelernt. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir wollen aber nochmal diesen Sketch, quasi diese Zeichnung bearbeiten, dann haben wir hier unten zum einen die Möglichkeit, die Historie zu nutzen. Da sehen wir jetzt, wir haben erstmal eine Zeichnung angelegt, das ist der sogenannte Sketch 1. Und wir haben einmal eine Extrusion erstellt, das heißt also hier Extrude 1. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ah, das war aber jetzt nicht das Richtige, ich möchte mal gucken, wie es früher war, kann ich natürlich auch über diesen Zeiger hier quasi, ihr seht schon, die Maus verändert sich so ein bisschen, das Ganze hin und her schieben und kann natürlich dann in der Historie zurückgehen. Das heißt also, wenn ich irgendwann mal ein Mehr aufgebaut habe, eine große Datei aufgebaut habe, die sehr komplex ist, kann ich immer wieder zurückspringen, kann an dem Punkt was ändern und kann wieder nach vorne springen und sehe, welche Änderungen und welche Auswirkungen das Ganze hat. Möchte ich die Zeichnung jetzt bearbeiten, kann ich natürlich hier unten zum einen über einen Doppelklick auf die Zeichnung wieder gelangen. Gehe nochmal raus und zum anderen kann ich aber auch hier oben über den Browser auf Sketches, also Zeichnungen gehen und kann sagen, okay, erstmal blende ich mir die hier ein, damit ich die sehe und dann kann ich natürlich hier auch mit einem Doppelklick auf das Symbol diese Zeichnung wieder aufrufen. Möchte ich diese Zeichnung jetzt zum Beispiel mal umbenennen, wähle ich sie erst einmal aus mit einem einfachen Klick und klicke nochmal auf den Namen und dann kann ich sagen Rechteck 1 und habe dann schon eine Benamung von dieser Zeichnung quasi vorgenommen. Das ist ziemlich komfortabel, vor allen Dingen, wenn man mehrere Zeichnungen hat, dass man weiß, welche Zeichnung für was ist und man nicht unnötig durch Ein- und Ausblenden entsprechend dann suchen muss. Möchte ich gar keine Zeichnung eingeblendet haben, kann ich das hier vorne über das Symbol mit dem Auge entsprechend auf den ganzen Ordner hier auswirken lassen. Oder ich sage, okay, ich möchte gerne die Bodies, also die Objekte, die Körper entsprechend ausblenden, kann ich das hier drüber tun und dann sehe ich natürlich jetzt die ganzen Zeichnungen, die ich noch habe. Und in diesem Ordner drin sind natürlich auch nochmal die einzelnen Körper. Und da kann ich jetzt auch mit einem Klick und dann nochmal auf den Namen zu klicken, das Ganze auch umbenennen in Rechteck Extrusion 1. Und damit habe ich quasi erstmal für dieses Objekt, für diesen Körper erst einmal einen Namen vergeben und kann auch dann natürlich über das Augensymbol hier vorne das Ganze ein- oder ausblenden. Möchte ich jetzt gerne nochmal einen zweiten Sketch anlegen, kann ich das natürlich darüber machen oder ich kann natürlich auch wieder sagen, okay, ich hätte gerne nochmal eine neue Zeichnung über einen Kreis, wie jetzt mit der Taste C zum Beispiel für Circle oder mit der Taste L für Line, ja, für eine Linie. Oder man kann natürlich auch sagen, okay, man möchte einfach hier einen neuen Sketch oder hier Create Sketch anlegen und dann darin natürlich noch weitere Formen wie Polygone und etc. aussuchen.
Ich begnüge mich jetzt hier erst einmal mit einem Kreis, also mit einem Circle. Und da habe ich jetzt sogar die Möglichkeit, neben diesen Standardflächen hier auf den einzelnen Achsen, also Z, X und Y, kann ich natürlich hingehen und kann sagen, ich möchte das gerne auf der Oberfläche von meinem bestehenden Objekt irgendwie zeichnen. Das heißt also, falls ich auf dieser Zeichnung aufbauen möchte, kann ich das an der Stelle auch. Ich kann aber auch hingehen und kann sagen, ich möchte gerne eine Konstruktionsebene machen, eine Offset-Plane, und kann die hier oben über Construct, also über Konstruieren, natürlich dann auch erstellen. Das heißt also, ich suche mir dann eine Konstruktionsebene aus. Ich blende jetzt hier einfach mal den Body aus und sage, ich hätte gerne, ne, die Sketch blende ich auch aus, von dieser Konstruktionsebene gerne eine weitere Konstruktionsebene, die dann, was weiß ich, wie immer gerade auf die Top-Ansicht, so, die dann 10 mm nach oben geht. Also ist diese Konstruktionsebene jetzt quasi direkt bündig mit der Oberfläche von diesem Objekt, was wir vorher erstellt haben. Und darauf kann ich dann auch erst einmal einen Kreis definieren. Und da kann ich dann sagen, okay, ich hätte gerne hier vom Mittelpunkt aus gesehen einen Kreis, der 20 mm Durchmesser hat. Fertig mit der Skizze. Und jetzt kann ich sagen, okay, ich möchte hier gerne nochmal was extrudieren mit der Taste E und kann das Ganze nochmal 10 mm in die Höhe extrudieren. Und jetzt haben wir was Interessantes, was wir tun können, nämlich wir haben hier eine Seite natürlich wie eben auch das Extrusionsmenü. Und dort können wir aber sagen, okay, wir möchten das gerne joinen mit dem Objekt, was wir bereits haben. Oder wir möchten aber auch jetzt hier zum Beispiel das Ganze ausschneiden. Das geht natürlich nur, wenn die zwei Objekte sich überlappen. Oder wenn zwei Objekte quasi sich auch überlappen, dass man quasi diese überschneidenden Bereiche quasi nur extrudiert. Oder wir erzeugen einen neuen Body, also einen neuen Körper. Und genau das möchte ich jetzt hier machen. Und das Ganze bestätige ich mit OK. Und dann sehen wir hier oben schon in der Ecke, okay, das ist jetzt Body 2. Da klicke ich drauf und dann sage ich hier Zylinder 1. Punkt. Dann habe ich hier quasi zwei Objekte, die ich nacheinander ausblenden oder einblenden kann. Das ist ziemlich simpel und das sind jetzt ein paar Grundlagen. Lass das Ganze erstmal sacken, verarbeite das Ganze erstmal und im nächsten Video schauen wir uns dann an, wie man mit Parametern komplexere Objekte erzeugen kann. Und damit hat euch hoffentlich das Video gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mich natürlich auch tierisch freuen und vielen, vielen lieben Dank an meine Patreonen. Und in diesem Sinne, Hodl the Line, Happy Printing und ciao.